Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Und ich habe neben mir einen Teller in der Frikasse stehen. Eine sehr wichtige Information. Ich will sagen, wir kümmern uns heute mal wieder unsere Nebenquests hier. VI außer Kontrolle, so weiter und so fort. Und wir fangen mit dem ersten an und müssen in das Sonnensystem des lokalen Clusters. Gutes Timing, Commander. Oh. Wir kriegen gerade eine Übertragung von der Zitadelle rein. Höchste Dringlichkeitsstufe. Mhm. Und von wem? Ist sie vom Botschafter? Das ist nicht seine Signatur. Ich denke, sie kommt vom Rat. Ich übertrage sie an den Kommunikationsraum. Und wieder zurück. Commander Shepard. Wir haben Informationen, die für die Mission gegen Saren von größter Bedeutung sein könnten. Oh, welche? Ich kann jede Hilfe gebrauchen. Wir haben eine Notmeldung von einer unserer Infiltrationseinheiten in der Traverse bekommen. Infiltrationseinheiten? Sie meinen Spione. Spectres lenken viel Aufmerksamkeit auf sich, Commander. Aber sie sind nur ein Teil unserer Abwehrmechanismen. Oft sind die Sondereinheiten die bessere Option bei der Beurteilung von besonderen Situationen. Zurzeit haben wir mehrere Infiltrationseinheiten an den Grenzbereichen des Citadel-Sektors eingesetzt. Diese erwähnte Einheit sollte Informationen über Saren liefern. Das klingt dringlich. Welche Informationen? Leider war die Übertragung nicht besonders deutlich. Das Infiltrationsteam muss in einer Situation gewesen sein, die es nicht erlaubt hat, ordnungsgemäße interstellare Kommunikationsmittel zu nutzen. Aber die Nachricht wurde auf einem Kanal gesendet, der für besonders wichtige Missionsinformationen reserviert war. Was immer sie uns mitteilen wollten, es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Sie sind auf der Suche nach Saren. Vielleicht wollen sie diese Sache näher untersuchen. Finden sie heraus, was mit unserem Team geschehen ist. Das Signal kam vom Planeten Würmeier. Mache ich, danke. Ich kümmere mich darum. Der Rat mischt sich im Allgemeinen nicht in die Aktivitäten des Spectres ein. Wir wollten ihnen nur alle Optionen zukommen lassen. Dazu zählt auch Würmeier. Viel Glück, Commander Shepard. Wir werden sie wissen lassen, wenn wir Neuigkeiten haben. Ja, aber natürlich. So, jetzt darf ich aber mal ins Sonnensystem hier, hier zur Erde und so. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal im lokalen Cluster waren. Feroz. Südtau haben wir, da kann ich mich noch dran erinnern. Lokaler Cluster. Eigentlich habe ich irgendwo so einen Seitenarm, ne, da. Soll. Genau, wir reisen ins Sonnensystem. Ach ja. Das schöne, gute alte Sonnensystem. Mit Pluto. Haben wir die alle schon mal nicht entdeckt? Pluto ist eine der Eiszwergenwelten des Sonnensystems. Beachtenswert ist, dass er den Gravitationsanker für das proteanische Massenportal nach Arcturus darstellt. Pluto und das Charon-Portal, das früher mit Eis überzogen war und für einen Mond gehalten wurde, umkreisen sich gegenseitig. Der Orbit des Pluto wurde 2157 neben Effekt der Bergungsarbeiten des Charon-Massenportals kreisförmig gestaltet. Neptun ist das wahrscheinlich dann schon. Obwohl Neptun ebenso wie Uranus über reichlich Helium verfügt, war er vor der Entwicklung des Masseneffektantriebs aufgrund seiner Entlegenheit ein unattraktives Ziel für den Bergbau. Da der Abbau auf dem Uranus billiger ist, hat er nie eine umfangreiche Entwicklung erfahren. Die einzige menschliche Präsenz dort ist eine kleine Forschungsstation auf Triton. Uranus. Nach der Entdeckung des Masseneffekt-ULG-Antriebs war der weit entfernte Uranus aufgrund seiner Kombination aus reichhaltigem Helium-3-Kraftstoff für einen Gasgigant erträglichen Schwerkraftziel einer rechtlichen Landeflucht.
Heute ist der Uranus der größte Lieferant von Helium-3 im Allianzraum. Und dann haben wir noch Saturn erstmal. Saturn war seit den 2150ern eine der Hauptquellen für Helium-3-Kraftstoffe, Kernkraftwerke. Auf dem Saturn-Mond Titan wird Kohlenwasserstoff gefördert. Außerdem wird er als Trainingsanlage für feindliche Umgebung für Allianz Marines verwendet. 117.000, eieiei. Jupiter. Die große Schwerkraft und tödliche Strahlung haben seine Monde davor bewahrt, nennenswert ausgebeutet zu werden. Der größte Außenposten ist die Nautilus-Anlage der Binhex Corporation, die an der Unterseite von Europas Eispanzer festgemacht ist. Bevölkerung alle Monde 9100. Mhm. Mars. Der Mars wurde einst als Zukunft des Terraformings und der Kolonialisierung angesehen, doch wurde er nach der Entdeckung des ÖLG-Antriebs zu einer ruhigen Provinz. Der gesamte Südpol ist heute eine geschützte historische Ausgrabungsstätte, in deren Mittelpunkt sich die proteanischen Ruinen befinden. Die Besiedlung und Entwicklung dieses Gebiets ist aufgrund der weitergehenden Suche nach proteanischen Artefakten eingeschränkt. 3,4 Millionen. Erde. Mehr Informationen halten Sie in der Standardausgabe des Allianz Galaxie Codex. Der Erdorbit ist voller Trümmer aus der Raumentwicklung. Der Einsatz kinetischer Barrieren wird nur empfohlen ab einer Höhe von mindestens 85 Kilometer. Wie viele Leute wohnen da? 11,4 Milliarden mittlerweile. Und im Orbit 250.000. Ja, die Erde sieht super aus mittlerweile. Eine Atmosphäre ist der Druck. Jetzt hätte ich dir so sagen können. Venus! Aufgrund der extremen Temperaturen, dem sauren Schwefelregen und der Kohlenstoffdioxidatmosphäre kann die Venus nur eine Handvoll aerostatische Raumstationen bieten. Merkur. Am Süd- und Nordpol des Merkurs gibt es eine Handvoll Solarkraftwerke, die vom ewigen Licht gespeist werden. Aufgrund der Nähe zur Sonne und der großen kosmischen Geschwindigkeit ist die dortige Erschließung nur beschränkt möglich. Okay, und Luna, unser Mond. Früher wurde der Mond vor allem als Helium-3-Quelle benutzt. Heute werden dort Materialien für Weltraumstationen abgebaut. Mit den Materialien vom Mond werden 2 Dutzend große Stationen an den L4 und LS Lagrange-Punkten der Erde gebaut. Und wir landen mal auf dem Mond. Da müssen wir natürlich mit Menschen drauf. Wenn wir schon auf dem Mond landen. So, it's a little step for me, but a big step for the mankind. Wir sind in irgendeinem Krater. Ich kenne mich halt jetzt nicht so gut über den Mond aus, aber das ist die Erde. Ich weiß nicht, welche Kontinent da gezeigt wird. Ich würde sagen, es ist gerade Südamerika. Schade, dass wir nicht auf der Erde landen können. Ne? Wäre echt nett. Na, mit dem Marco durch die Städte fahren. Durch Mainz. Das ist Südamerika. Also der Süden von Nordamerika, glaube ich sogar. Da muss ich hin. Da ist gerade gutes Wetter wieder. So. Wow. Hallo Leute. Ah, toll. Das müssen wir hier aussuchen. Achso, das ist nur. Erledigen Sie sie! Jo! Oh! Wir wurden trotzdem getroffen. Es geht bestimmt.
bestimmt auch ohne die zu zerstören. Kann ich mir vorstellen. Und die Erde. Aber wir sind hier nicht durch Spaß, meine Leute. Oh, mittelschwere Dechiffrierung. Das Passwort ist Star Wars. War so lustig, als das rauskam, dass das das eine der meistgenutzten Passwörter 2015 war. Na ach komm, ich bin doch dämlich. Na okay. Dann eben nicht. Energieanschluss? Wo denn? Ja. Was ist das denn? Ach, da ist schon richtig. Okay. Na wunderbar. Da sind ganz viele Erdmännchen. Wow. Oh Gott, nach dahinter. Oh Gott. Rasten sie aus. Heieiei. Wie komme ich da jetzt hinter? Hier. Da muss ein Links- und Rechtsraum sein, ja. Sehr schön. VI-Röhre, soll ich die zerstören? Alarm, Giftgas wurde in den Bunker eingeleitet. Okay. Ist das jetzt. Und jetzt noch da. Also wir haben nicht zu viel Zeit. Hohe Gewalt, das hilft immer. Jetzt man hätte das bestimmt auch irgendwie nicht zerstören können. Also nicht zerstören, ausschalten halt. Die Lichter auf der optischen Voranzeige blinken auf und verlöschen eine der drei VI-Clusters offline. Okay. Kümmern wir uns um die anderen beiden. Warum ziehen die nicht einfach wieder ihren Helm mit der Atemmaske an? Dann wäre das doch mit Giftgas nicht schlimm. Fällt mir nur gerade so ein. Wäre eine Möglichkeit. So. Gebäude 1 erledigt. Und das nächste Gebäude betreten. Ich finde es cool, dass es halt auch so Missionen auf dem Mond gibt. Oh, ein Spind. So. Stilettos!
So, eine Kiste. So. Auch schöne Sachen, die wir mittlerweile kriegen. Und ganz viele von diesen Teilen. Oh Gott. Ja, das Ding bringt uns jetzt gerade gar nichts. Okay. Sorry. Ich muss weg. Mach mal gerade einen Stufenaufstieg. 6 Punkte habe ich nämlich wieder. Eieieiei. Die Elektronik. Keiner hat 20 Punkte, was? Okay. Dann kriegt er halt noch aufheben alles. So. Und, ja, hier Wächter geht immer. Er schert auch 18 Punkte. Ach du Scheiße. So, ein Soldat. So, Fitness. Erhöht den Schadensschutz. Ja. So, perfekt. Überhitzt. Ich habe die Waffe ja auch schon nicht gewechselt, um Gottes Willen. Wow. Okay, und weiter. Keinen nämlich vergessen. So. Im linken Raum 4, im rechten Raum 4. Alarm, kinetische Barrierefelder werden im ganzen Bunkerkomplex hochgefahren. Ja. Halt hier hinstellen, ne? Nicht weiter schlimm. Dem Schild sollte man das überleben. Allerdings ist das problematisch. Achso. So. Können wir die auch so ausgehen? Ah ja, das geht auch. Dann krieg ich nicht mal zu sterben. Und da ist der Winkel sogar so schön. Zwei sind offline. Na toll. Eieiei. Und noch eine Barriere. Und noch eine. Ach, was zu erwarten.
Also klar. So, was erwartet uns im nächsten Raum? Bunker. Wahrscheinlich auch noch was. So, oh, das ist ein unsicherer Schritt. So, Alter, diese Steuerung hier drin, ne? So eine Kacke. Also, nee. Ich musste quasi meine Maus über das gesamte Mauspad bewegen. Ist da irgendwas zustande kam? Ja, danke. Nicht Schild, die beiden, ne? Jeweils. So, hier. Perfekt, ein Traum. Wahrscheinlich kann ich die gleich wieder alle wieder beleben. Das noch. Oh, leider lebt der Bruder wieder. So. Ey. Und weiter. So, und jetzt gleich wieder links, rechts der Raum. So, die nächste Türstörung mit einer Wand. Was? Zusätzliche Sicherheitsdrohnen? Na, wunderbar. Sind. Ich zähle 3 Sicherheitsdrohnen. Da man hier drin ja nicht speichern kann. Können wir das gerne nochmal machen, alles. Ist das nicht schön? Ist das nicht awesome? Ich wechsle mal gerade kurz. Es ist mir halt zu blöd sonst. Ja.
weil ich hab's schon gesehen und ich sehe es nicht ein, nur aufgrund fehlender Speichermöglichkeiten. Selbst das alles nochmal machen zu müssen. Sehe ich nicht ein. Das ist für mich unnötig und einfach nur Spielverzögerung. So. Wenn du mich gerade verarschen willst, ne, und sagen willst, ich muss alle Bunker nochmal machen, dann bin ich sogar am Überlegen, ob ich die ganze Quest nicht nochmal überspringe. So. Ich mache sie auf jeden Fall nicht in der Aufnahme. Tschüss.